Herzlich willkommen bei Mr. Twister. Jetzt zeige ich euch, wie man so einen schönen Partyhut selber machen kann. Wir brauchen drei Modellierballons. Der erste hat ein Ende von knapp zwei Fingern. Von einer Zwei-Fingerblase. Die wird mit sich selber verdreht. Ziehen und drehen. So, jetzt messen wir unseren eigenen Kopf ab. Verdrehen genau an der Blase. Wie sieht es bis jetzt aus? Die Luft wird hier reingedrückt. Dann haben wir noch eine Zwei-Fingerblase. Diese Zwei-Fingerblase wird jetzt einmal hier rumgewickelt. So. Schon ist der Grundhut fertig. Sehen wir den nächsten Ballon. Hat auch ungefähr ein Ende von anderthalb Fingern. Die Luft drücken wir jetzt raus, ins Ende rein. Und jetzt knicken wir den Ballon. Wir brauchen die Hälfte genau. Drehen den Ballon. Und genau an dieser Hälfte drehen wir den Ballon zusammen. Jetzt wieder eine Spirale gedreht. Einmal öffnen und durchdrehen. So zählt das Ganze. Jetzt nehmen wir den dritten Ballon. Drücken auch die Luft aus dem Ende raus. Den Ballon auch, nehmen die Mitte und verdrehen in der Mitte. Jetzt nehmen wir wieder die Mitte von dem anderen Seitenteil und verdrehen den Ballon hier. So, jetzt drehen wir eine Spirale. Das Ganze und eine Blase einmal durch. Jetzt klappen wir beide Teile hoch und verdrehen zwei Blasen miteinander. So. Ist der Hut schon fast fertig. So. Wer möchte, der kann jetzt noch so ein Herzchen oben drauf setzen. Fertig ist unser Partyhut. Viel Spaß damit. Tschüss.